Wir haben jetzt hier einen schönen Seesaibling, frisch geliefert. Den werden wir jetzt erstmal filetieren, von den Gräten befreien und so weit vorbereiten, dass wir ihn dann danach gleich lauwarm beizen können. Und der Saibling an sich, einer meiner Lieblingsfische, gehört zu den Salmoniden, Lachsforellen ähnlich, hat ein schönes rotes Fleisch, ist sehr mager, fettarm und nicht ganz so muffig wie eine Forelle. Ja, von daher gehört er halt, wie gesagt, zu meinen Lieblingsfischen. Früher war er hier viel, viel mehr beheimatet. Und da kamen die ganzen Mönche und haben die Forellen gezüchtet. Die sind einfacher in der Handhabung und in der Pflege. Und die Nahrungsgrundlage von den Saiblingen und von den Forellen ist die gleiche. Und die Forelle war ruppiger und hat halt den Saibling verdrängt. Inzwischen haben wir Köche natürlich den Saibling wiederentdeckt und er erlebt eine richtige schöne Renaissance. Gott sei Dank. So. So, jetzt haben wir die Saiblingsfilets. Die parieren wir uns noch soweit passend. So, Filet 1 und Filet 2. Ich nehme immer gerne ein schönes langes Messer. Da sind die Schnitte immer etwas sauberer. Ja, jetzt haben wir hier nur noch die ganz feine kleine Gräten. Die müssen wir noch etwas ziehen. Wir haben praktisch das Fischfilet einmal längs halbiert. Hier haben wir eine dicke Seite und eine dünne. Und das Fischfilet an sich verjüngt sich ja auch nach hinten. Und wenn wir jetzt beide Filets übereinander legen, dann ergibt es wieder ein Ganzes. Um das Ganze etwas schick zu machen, trimmen wir nur noch etwas den Fisch zurecht. Und jetzt nehmen wir etwas Salz, etwas Zucker und den Dill. Eine Seite reicht das völlig aus. Jetzt den gehackten Dill obendrauf. So. Na, und die schmale Seite praktisch. Dieses Verfahren kann man natürlich mit jedem Fisch machen, den wir zu Hause haben. Es muss nicht unbedingt jetzt unser Saibling sein, wobei das natürlich mein Lieblingsfisch ist. Von daher, jo, hier haben wir etwas Klarsichtfolie. Klarsichtfolie ist immer hitzestabil bis mindestens 90 Grad. Von daher haben wir auch kein Problem mit Temperatur. Schlagen ihn richtig schön fest in Klarsichtfolie. Rollen das Ganze auf, stabilisieren ihn damit und schneiden die Folie ab. So. Und haben jetzt hier eine richtige schöne Rolle. Diesen Fisch, so wie er jetzt ist, könnten Sie 2-3 Tage in den Kühlschrank packen und dann wäre er automatisch von sich aus von innen nach außen leicht gebeizt. Außen hätten Sie so ein leichtes Sashimi-Gefühl, innen drinne richtig schön so ein Gravid-Lachs-Gefühl. Das an sich wäre mir aber ein bisschen langweilig, deshalb geben wir noch etwas Wärme dazu. Und damit uns die Rolle nicht auseinanderfällt, nehmen wir noch etwas Aluminiumfolie. Rollen das Ganze auf und verpacken es zu einem kleinen Bonbon. Kochendes Wasser, ein entsprechend langer Topf. Jetzt schalten wir die Hitze komplett aus, haben praktisch das Wasser bei 100 Grad gehabt, beziehungsweise 99, geben die Fischroulade rein, stellen uns einen Timer von 5 Minuten und nehmen den Fisch im Anschluss raus und schrecken ihn in etwas Eiswasser ab, um praktisch, dass der Garprozess mit einmal wieder gestoppt wird. Als nächstes gehen wir zu unserem Saibling, den wir aus dem Wasser holen. So, jetzt machen wir erstmal einen kleinen Anschnitt. Außen leicht gegart, innen drin leicht gebeizt. Man könnte ihn jetzt noch ein bisschen ziehen lassen. Den Saibling können Sie entweder in Scheiben schneiden. Ich mag immer gerne so eine gerade und eine schräge Fläche. Die Folie dient immer noch wunderbar auch zum Stabilisieren. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de